Heyo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Idion und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Speedbuild-Folge von meinem Idion Kingdom. Heute bekommt Ghostbuster City eine Main Street spendiert. Ein Flatrate sowie Essen und Trinken und auch Souvenirläden sind hier eingebaut worden. Doch all das schauen wir uns gleich gemeinsam an, direkt nach meinem kurzen Intro. Viel Spaß! Heyo meine Freunde, ich habe ja im letzten Part ja schon erwähnt, da ich die Slimer-Fahrt gemacht habe, dass ich hier vorhabe, eine Art, ja, ich sag es mal grob, eine Main Street zu bauen. Es ist auf jeden Fall ein großer Platz geworden mit einem kleinen Flatrate. Ich wusste nicht, ob ich jetzt diesen Cube nutzen sollte oder die Autoscooterbahn. Ich habe mich im Endeffekt für das erste entschieden, also den Cube. Falls mal doch ich mich anders entscheiden sollte, kann ich es natürlich immer noch ändern, aber das bleibt jetzt erstmal eine Weile so stehen, wie es ist. Sagen wir mal so grob, ja, in vielleicht in 5 Jahren hier ist es out und dann kommt was anderes hin. Ja, und das ist jetzt einfach nur so Spekulation. Das ist erstmal nicht wichtig. Ich habe auf jeden Fall nach dem Flatrate angefangen, die kompletten Gebäude ringsherum zu bauen. Ich habe mir Vorlagen herausgefischt von verschiedenen Parks, wie ich am besten die Gebäude baue, weil ich hatte nicht gar keinen Bock drauf, dass die Gebäude alle 1:1 gleich aussehen, weshalb ich unbedingt wollte, dass alles unterschiedlich ist. Das erste Gebäude, was ihr zum Beispiel sehen werdet, ist ein kleiner Souvenirladen mit einem Head Fantastic Shop drin. Ich habe es auf jeden Fall Beverly Hills, glaube ich, genannt. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ich glaube schon. Und da habe ich natürlich offscreen sehr, sehr viele Toolkit-Objekte hinzugefügt, wie zum Beispiel Kleider oder keine Ahnung, Stofftiere, Postkarten und, was es halt alles so gibt. Anschließend jetzt daneben kam eine kleine Toilette hinzu. Darf natürlich nie fehlen, das ist wichtig. Daneben habe ich einen kleinen Arcade-Studio gebaut. Das bedeutet, das ist ein Laden mit verschiedenen Spielautomaten oder Flippers und, was es halt so an einem Freizeitpark gibt. Nebendran natürlich ein weiteres Restaurant. Auf der gegenüberliegenden Seite habe ich einen kleinen Candy-Shop errichtet. Das bedeutet aus meiner Sicht, ich habe da nur Süßigkeitenladen eingebaut, wie zum Beispiel Donuts oder diese Zuckerstangen und keine Ahnung, da gab es glaube ich noch einen Laden, ich weiß gerade nicht mehr, wie er heißt. Dann noch eine kleine Bäckerei, was wie so eine Cafeteria ähnelt, und einem Gift-Shop, der natürlich nicht zugänglich ist. Das ist das einzige Gebäude, wo man nicht rein kann. Da habe ich auch ein Mitarbeitergebäude errichtet, damit die nicht so weit laufen müssen. Das ist natürlich alles, was hier errichtet worden ist. Hier auf jeden Fall noch eine kleine Abtrennung beim Flatrate, wo zu einem Stuff-Only-Gebiet anschließt. Da bin ich noch unschlüssig, soweit habe ich noch nicht geplant, ob ich da eventuell den nächsten Themenbereich anschließen werde. Ich werde da auch kein Stuff-Only erstmal errichten, falls ich, wie gesagt, schon mich dazu entscheide, einen neuen Bereich zu bauen. Aber mittlerweile ist es noch nicht geplant. Aber man kann sich ja natürlich immer die Hintertüren offen lassen. So ist es natürlich klar. Ich habe auf jeden Fall auch wieder einen kleinen Brunnen errichtet, mitten auf dem Platz. Das ist natürlich der gleiche Brunnen wie am Haupteingang. Ich finde, das ist jetzt nicht unbedingt schlimm, den habe ich mir aber auch aus dem Workshop herausgeklaut. Ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse, dass ich den diesmal nicht selber gebaut habe. Aber es ist nicht, also keine Ahnung. Es gibt natürlich die einen oder anderen, die sind ein bisschen penibel dagegen. Ich jetzt zum Beispiel nicht. Deswegen finde ich das auch nicht unbedingt schlimm. Ich habe aber nicht nur im Souvenirladen sehr viele Toolkit-Objekte benutzt. Ich habe natürlich auch hier wieder meine Standard-Tische und Stühle benutzt, die ich natürlich gerne baue. Nur habe ich da leider diesmal keine Person draufgesetzt. Das hätte ich eventuell noch machen sollen. Habe ich diesmal nicht. Das werde ich, wenn ich Langeweile habe, auf jeden Fall dann nachholen. Ich bin ja mittlerweile auf dem aktuellen Stand wie bei Blended Zoo mit meinem eigenen, also diesem Village Zoo, dass ich da langsam bereit dafür bin, Season 1 hochzuladen.
Die, wo meine Blended 2 Videos nicht angucken, sondern nur hier für Blended Kurs interessiert sind. Season 1 bedeutet für mich, ich werde dann den Park herhochladen. Natürlich mit Abtrennung und so, da werden überall Schilder platziert für Coming Soon. Also das bedeutet dann einschließlich, ihr habt jetzt den Park für Season 1, also für Staffel 1. Und natürlich wird Staffel 2 weiterhin fortgeführt, so ist es nicht. Also klar, ist es auf jeden Fall. Dann werde ich hier weitere Speedbuild-Videos immer und immer wieder hochladen, bis ich mich dazu entschlossen habe, Season 2 zu beenden und natürlich anschließend den weiteren Partverlauf herhochzuladen. Also ihr hättet auf jeden Fall schon mal die Chance, euch all das aus eigenen Augen anzugucken. Ich werde auf jeden Fall davor, bevor ich das hochlade, einen kleinen Rundgang nochmal mit euch durchführen, damit man hier noch alles sieht und dass ich eventuell auch noch ein paar Sachen entdecke, die ich ausbessern muss. Natürlich werde ich das davor noch machen, aber in der Ego-Perspektive sieht man natürlich ein bisschen mehr als anderes. Also da werde ich auf jeden Fall immer noch ein paar Sachen entdecken, die ich auf jeden Fall auch ausbessern muss. Aber ich möchte halt natürlich, dass wirklich alles akkurat ist, bevor ich hier irgendwas in die Welt hineinsetze, weil es soll ja auch schön und gut rüberkommen. Also nicht, dass da nur ein Haufen Mist hochgeladen wird. Es soll auf jeden Fall nach etwas aussehen. Ich habe auf jeden Fall noch sehr, sehr viele kahle Stellen offen, die ich hier noch ausbessern muss. Ich weiß leider nicht, wie und was ich dort machen soll. Ich will nicht nur irgendwelche Flächen bebauen, wo ein paar Pflanzen drin sind. Nein, das sollte schon irgendwas hin, aber ich weiß leider nicht, was. Und ich weiß halt nicht, was da am besten hinpasst. Wenn ich dann Gebäude hinsetze, schön und gut, klar. Aber wie das halt im Endeffekt dann aussieht, ist halt immer, ja, Geschmackssache, würde ich jetzt mal sagen. Aber nichtsdestotrotz, so ist mein auf jeden Fall mein aktueller Plan. Wenn ich fertig bin und alles relativ gut bebaut ist, werde ich diesen Park herhochladen und dann könnt ihr euch, wie gesagt, schon einmal den ersten Teil anschauen, weil ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich jetzt vor Season 1 Ende noch einen Themenbereich anfangen werde. Das weiß ich jetzt leider noch nicht. Eventuell, ja, schwer zu sagen, weil ich möchte ja noch im mexikanischen Bereich auf jeden Fall bauen und da muss ich erstmal gucken, was ich da sonst noch im Petto habe, weil so großartig wie Westerngebiet möchte ich nicht unbedingt bauen, das habe ich jetzt schon zu oft gemacht, in früheren Zeiten, das ist klar, das möchte ich hier nicht unbedingt nachholen, ich möchte das halt alles sehr modern halten und nicht, dass da plötzlich ein Themengebiet kommt, wo rote Felsen, also mit roten Felsen bebaut ist. Ich weiß nicht, das passt irgendwie nicht, finde ich, weil jetzt komplett, was ich hier bis jetzt alles gebaut habe, hat sowas jetzt noch nicht so richtige starke Farbmuster. Das würde hier aus meiner Sicht nicht unbedingt reinpassen. Es sei denn, ich baue irgend so ein Indoor-Ding, dann wäre das natürlich wieder was anderes. Aber naja, nichtsdestotrotz, ich werde auf jeden Fall erstmal versuchen, hier alle kahlen Stellen zu verbessern. Eventuell werde ich hier noch irgendwo noch ein Restaurant nochmal errichten oder ein paar Gebäude an sich. Da würde ich vielleicht auch ein Speedbuild draus machen, hier, wie ich Gebäude errichte. Dann vielleicht noch hier und da das eine oder andere sagen. Dann könnte ich ja vielleicht noch hier ein paar Gebäude in den Workshop hochladen. Je nachdem, mal gucken. Ich bin auf jeden Fall erstmal gespannt, wie oder was wird. Hier gibt es wahrscheinlich, glaube ich, auch noch einen Bereich im Ghostbusters City, wo mir noch nicht gefällt. Aber naja, ich weiß es noch nicht. Mal gucken, wie gesagt, was die Zeit ergibt. Und dann würde ich jetzt einfach jetzt mal sagen, ich verabschiede mich und wir sehen uns gleich wieder in Ego-Perspektive, wie immer natürlich. Und dann werde ich vielleicht da noch ein paar Sachen sagen. Bis dahin sage ich ciao, bis gleich.
Hallo meine Freunde, ich habe mich auf jeden Fall schon mal hier bei dem Ghostbuster City Schild positioniert und wir laufen natürlich jetzt auch gleich los, denn wir haben ja Wichtigeres zu tun, als uns diese Gegner anzugucken, was wir in den letzten zwei Parts ja schon gesehen haben. Hier hat sich definitiv nichts verändert, beziehungsweise noch nicht. Eventuell werde ich ja noch ein paar Verbesserungen durchführen, aber mittlerweile finde ich das unnötig, denn ich bin hier richtig zufrieden damit. Falls irgendwas noch vorhanden sein sollte oder was ich noch ersetzen müsste, werde ich das definitiv irgendwann mal nachholen. So, aber nichtsdestotrotz, wir starten los. Ich laufe hier mal ein bisschen langsam, denn so kriegen wir das bessere Feeling auf. So wie das ihr auf jeden Fall schon sehen könnt, sehen wir das erste Gebäude mit Heads Fantastic oben drauf. Und nun kommt der große Platz direkt hier um die Ecke. Schön langsam, wie ihr das schon sehen könnt. Einige Sachen erkennt man auf jeden Fall noch vom Speedbild, einige natürlich nicht. Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel offscreen hinzugefügt, vor allem was Toolkit-Objekte betrifft, denn dort optimale Sachen zu finden ist nicht unbedingt einfach. Aber, also allgemein, deswegen habe ich mir auch noch ein bisschen mehr Zeit gelassen. Aber das Endergebnis lässt sich dann definitiv ansehen. So. Hier ist auf jeden Fall der große Flatrate im Hintergrund. Wie ihr das sehen könnt, sieht es doch genial aus. Und bin ich gerade irgendwo hochgeglitscht. So, die Bank. Ich gehe mal hier in die Mitte rein. So. Einen wunderschönen Blick mit dem Stay Puff im Hintergrund. Das war eigentlich nicht so geplant. Das habe ich jetzt nur so improvisiert. Und da es mir halt dann gefallen hat, habe ich es im Endeffekt dann auch so gelassen. So, hier ist das Heads Fantastic Gebäude. Das war ganz am Anfang vom Speedbild. Da gehen wir mal kurz hinein. Wie ihr das sehen könnt, sehr, sehr viel Toolkit. Massig Toolkit. Da kann man sich hier so ein paar Kärtchen kaufen. Hier gibt es so Postkarten. Dann kann man sich hier noch ein paar T-Shirts holen. Hier ein paar Stofftiere und und. Was es halt alles so gibt. Natürlich ist ein Heads Fantastic Shop drin. Aber ich finde das jetzt nicht unbedingt schlimm. Es ist einfach so eine Art Souvenirladen, wo man sich ein bisschen Sachen kaufen kann. Ich habe das einfach Beverly Hills genannt und ich finde, das passt auch. So, nebendran haben wir hier auf jeden Fall eine kleine Toilette. Mehr ist hier nicht drin. Also sie darf halt auf jeden Fall nicht fehlen auf so einem großen Platz. Ich habe hier auf jeden Fall schon mal ein Taxi errichtet. Okay, hier fehlt das Schild noch, sehe ich gerade. Hier habe ich auf jeden Fall noch ein Taxi hingestellt, sowie hier ein Polizeiauto. Ich fand, das war halt ein bisschen passender, damit hier die Straße ein bisschen belebter wirkt. Genau wie hier hinten. Hier mit diesem Lowrider, nennt man das so, Lowrider. Und hinten ist ja auch nochmal ein Polizeiauto. Ich finde, so sind die Straßen einfach belebter, weshalb ich die dort einfach hinplatziert habe. So, dann kommen wir hier in den Arcade-Studio. Hier gibt es auf jeden Fall Spielautomaten en masse. Hier kann man sich noch ein bisschen Popcorn holen. Hier dieses Scheibending, ich weiß nicht, wie man das nennt. Der Zoltan, ein paar Schießautomaten oder Spielautomaten. Hier kann man sich noch ein Stofftier holen. Hier haben wir Flippers. Hier kann man sich noch ein Kaugummi holen. Hier hat man auch noch ein paar Schilder von Süßigkeiten. Und hier hat man so einen Gunschuss, keine Ahnung, wo man halt mit dieser Pistole irgendwelche Moorhühner abschießt. Und dann halt allgemein das herum die Kugel da reinschmeißt. Da hätte ich vielleicht zwei nebeneinander setzen sollen, aber das ist jetzt auch egal. Hier kann man übrigens auch noch raus. Das hat auf jeden Fall hier zwei Eingänge. Hier und hier. Ich fand das auch irgendwie passend. Ich habe mir ein paar Vorlagen von irgendeinem Park mal geholt und es so grob nachgebaut. Und ich finde, es ist mir richtig gut gelungen. So. Dann ist man hier auf jeden Fall an dem Flatrate. Hier kann man optimal stehen. Hier steht sie auch teilweise wegen der Säule. Hier kann man optimal stehen und quasi zugucken, wie die Angehörigen oder sonst was, Freunde, Familie, hier diese Fahrt fahren. Und natürlich mit dem Stay Puff im Hintergrund sieht es einfach nur klasse aus, finde ich. Wir beobachten das mal ein bisschen. Ich habe das ehrlich gesagt noch nie ganz Zeit angeguckt. Und auf jeden Fall, die Musik ist passend dazu. Ich habe da eigentlich erst eine andere gemacht, aber dann habe ich mich wieder umentschlossen und die Standardmusik gelassen, denn die passt hier eigentlich wunderbar rein. So, leider weiß man hier nicht mehr, wo oben und unten ist. Das ist halt immer so eine Sache. Aber es sieht doch toll aus. Mir gefällt's. Und dann haben wir hier quasi noch ein Laden. Das ist einfach nur ein Restaurant. Man sieht hier ein bisschen Kulisse, hier ein paar Geschenke, ein Auto drin. Und wenn man da reingeht, es ist nicht viel. Hier ist nur dieses Restaurant. Ich habe ja auch nicht weitergebaut, weil ich das irgendwie unnötig finde.
war hier, wie gesagt, die Tür allgemein hier, die Tür ist zu und man kann hier einfach nur in die Schaufenster reingucken. Und ich finde einfach, das reicht völlig aus. So, dann haben wir hier noch einen Erste-Hilfe-Laden. Hier ist natürlich der Ausgang der Fahrt. Falls jemand kotzen muss, kann er hier reingehen. Und hier ist dann quasi wieder ein Stuff-Only-Gebiet, weshalb ich hier nur ein Tor hin platziert habe. Vielleicht werde ich das hier auch irgendwann mal wegreißen und dort ein nächstes Themengebiet errichten. Bis jetzt ist es noch nicht geplant, bis jetzt ist hier nur Stuff-Only geplant. Aber wer weiß, was sich noch alles ergibt. Ich finde halt übrigens so richtig cool, wie er den Arm da oben hält. Das finde ich echt klasse. Und dann gehen wir mal auf die andere Seite. Wir gehen von hier aus. Hier ist übrigens ja der Ausgang von der Slimer-Fahrt. Was wir im letzten Part ja schon gesehen haben. Und ich finde diesen Brunnen übrigens cool. Den habe ich ja im Eingangsbereich vorne schon platziert. Den habe ich aus dem Workshop. Das ist definitiv klar. Hat mir auf jeden Fall gut gefallen. Weshalb ich das Ding jetzt auch so benutzt habe. Und hier als allgemein. Jetzt habe ich das quasi zweimal im Park. Aber wenn man hier eine Weile rumläuft, merkt man das oder allgemein dieses Objekt nicht mehr vorne am Eingang. So. Dann gehen wir in den Candy Store. Ich habe hier definitiv noch nicht weiter gebaut. Ich weiß hier noch nicht, was ich mache. Hier wird wahrscheinlich auch noch ein Haus entstehen. Mittlerweile ist es noch nicht fertig. Ich bin noch nicht weitergekommen bis jetzt. Weil ich momentan eher an Blender zuhänge. Vor allem was das Velma-Projekt betrifft. Aber das ist hier natürlich das falsche Thema. So, der Candy Shop. Hier kann man sich auf jeden Fall nur Süßigkeiten kaufen. Ich habe wirklich nur Süßigkeiten-Läden errichtet, wie hier diese Stay Puft Marshmallows. Hier gibt es diese Zuckerstangen oder allgemein Bonbons. Und hier gibt es halt Donuts. Und das ist für mich ja natürlich auch Süßkram. Hier hat man noch ein paar Preisschilder für die Boxen. Und dann ist hier quasi nur auf dem Boden die jeweiligen Schilder platziert. Hier kann man sich noch Ballons kaufen, wenn man sie möchte. Das ist auch so eine Toolkit-Figur, die sieht ein bisschen komisch aus, aber naja. Hätte ich jetzt normal mit ab. Okay, ich hätte auch die Puppen hinstellen können, aber das ist jetzt egal. Oh, es speichert gerade. Kurz. Komm schon. Jetzt. So, und dann kommt man quasi von diesem Durchgang in das andere Gebäude rein. Wie ihr das sehen könnt, ich gehe mal kurz hinaus. So, Süßigkeitenladen und dann ist hier eine Bäckerei oder eine... ja, Cafeteria, würde ich jetzt mal sagen. Man sieht es aber, man hat die Preisschilder für den Kaffee. Hier ist auch noch, hier die Symbole, Baguette und. Hier hat man auf jeden Fall noch die Möglichkeit, sich hinzusetzen. Ich hätte da vielleicht wieder so ein paar Figürchen hin platzieren können. Das habe ich jetzt noch nicht getan. Und dann hat man hier quasi die Wahl zwischen Kaffee und ein bisschen Brötchen, Baguettes und, was man halt möchte. Und dann ist es halt wie Kaffee und Kuchen. So, das ist ein bisschen hoch. Ich glaube, hier muss ich noch eine Fläche errichten, damit das hier nicht so hoch aussieht, genau wie hier. Das fällt mir nämlich jetzt gerade erst auf. Das muss ich auf jeden Fall noch nachholen. Und dann geht es hier quasi weiter. Hier haben wir einen Gift-Shop. Ich habe hier aber nichts errichtet. Hier ist ein Mitarbeiterraum. Ich habe mir halt nur gedacht, warum muss ich jetzt jedes Haus einfach eine Öffnung haben, wo man rein kann? Muss nicht unbedingt sein, weshalb hier einfach nur ein Gift-Shop ist. Hier hätte ich vielleicht noch ein paar Gegenstände reinplatzieren können, habe ich jetzt nicht getan. So, und dann ist hier quasi nur eine Mauer aus der Entfernung. Ich gehe mal kurz weg. Aus der Entfernung erkennt man oder sieht man das jetzt nicht so oder wie soll ich das jetzt nennen? Da achtet man nicht so drauf. Hier ist auf jeden Fall wieder was für Mitarbeiter. Hier oben eine Klimaanlage noch platziert, aber da ist nichts drin. Guckt. Und hier ist natürlich dann der Eingang zu dem Flatrate. Gehen wir kurz rein. Es ist nichts Weltbewegendes, es ist einfach nur Zickzack. Und dann geht's direkt in die Attraktion. So, ich gehe mal kurz nach außen. Wie ihr das sehen könnt, ist der Ghostbusters-Bereich oder Ghostbusters City schon relativ stark gewachsen. Hier hätte ich vielleicht noch was hinmachen können. Ich bin jetzt gerade, wo ich jetzt gerade die Aufnahme, fällt mir jetzt gerade ein, ich könnte hier vielleicht nochmal eine Achterbahn errichten, eine große Achterbahn, die irgendwie hin und her fährt. Ich weiß es noch nicht, weil das sieht ein bisschen komisch aus, wenn es hier einfach so gezogen ist. Aber das lasse ich mir noch erstmal offen. Also es ist gerade eine Überlegung wert, hier eine Achterbahn zu bauen, weil ansonsten hätte ich jetzt hier weitergemacht. Aber ich weiß es noch nicht. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich hier weitermachen soll oder da. Das werde ich dann nachgucken, nach dieser Aufnahme auf jeden Fall. So, aber wir gucken es auf jeden Fall alles nochmal von oben an.
Hier gucken halt die Gebäude noch raus, das muss ich auf jeden Fall noch abdecken, aber als Besucher sieht man die ja nicht, deswegen finde ich das jetzt noch nicht so großartig schlimm. Und ansonsten hat man hier auf jeden Fall einen riesengroßen Platz. Man merkt auch schon, wie die Leute sich hier langsam sammeln, weil davor mussten die natürlich immer hier hinlaufen, hier immer ihre Sachen machen und dann lauften die wieder zurück. So, mittlerweile müssen sie es ja nicht mehr machen, hier hat sich nämlich immer alles vollgestopft, sehr, sehr viel vollgestopft, aber seit ich hier diesen Weg errichtet habe, hat sich das langsam auch gelockert. So, geht man noch die Gebäude nochmal durch. Ich habe auf jeden Fall alle durch eine kleine Vorlage erhalten oder mir allgemein gesagt einen Park angeguckt und versucht die Gebäude so ähnlich wie möglich nachzubauen. Natürlich sind sie nicht 1:1, das ist klar. Ich habe hier aber auf jeden Fall sehr viel improvisiert und im Endeffekt bin ich ja froh, weil kein Gebäude gleicht dem anderen. Also, cool ist es definitiv. Ich wüsste halt nicht, was ich sonst noch für ein Flatrate reinbauen sollte oder allgemein. Hier hätte ich eventuell, ich hatte die Wahl zwischen dieser Bahn oder diesem Flatrate und dem Autoscooter. Ich konnte mich nicht entscheiden. Ich habe mich natürlich dann für das hier entschieden, weil ich das irgendwie besser fand. Ich weiß nicht warum. Ich hätte jetzt die Autoscooters, hätte ich hier so eine unterdachte Attraktion. Aber naja, ich habe das erstmal so gelassen. Und wer weiß, ich glaube, ich lasse das auch so. Weil ich bin schon relativ zufrieden damit und es lässt sich, wie gesagt, definitiv anschauen. So, ich nehme mir, keine Ahnung, hier war ja auf jeden Fall die Slimerbahn drin und hier die das Schießfahrgeschäft. Aber wie ihr das hier sehen könnt, es ist relativ stark gewachsen. Ich kann mich noch ganz genau an die allererste Folge erinnern, wo wir hier an diesem Gebäude saßen. Nur dieses Gebäude, mehr war da eigentlich gar nicht. Und dann hat sich ja mittlerweile hier so ergeben, hier waren glaube ich zwei Parts, dann hat sich hier was ergeben, dann hier und mittlerweile einfach alles ringsherum. Vor allem die Achterbahn ist, war ja fertig und hier über kahle Fläche, das sah ja richtig bescheuert aus, aber mittlerweile sieht es doch echt klasse aus. Hier sind natürlich noch überall noch offene Stellen, die ich natürlich noch ausschmücken muss, aber ich weiß leider noch nicht wie und die Geisterbahn ist natürlich immer noch voll. Was haben wir denn noch? Die ist mittlerweile auch sehr beliebt, der Dive Coaster. Nein, ist hier denn der kleine Mini-Alpenbereich. Ja, auf jeden Fall. Hey, was suchst du denn hier? Stay Puff. Ich habe den ja auf jeden Fall im Ghostbusters-Themenbereich platziert, aber irgendwie ist er abhanden gekommen. Ja, wer weiß, wer weiß. So, ich nehme hier diese Position ein. Ich so, fertig aus. Wunderbar. So. Jetzt seid natürlich ihr wieder gefragt. Wie hat euch das Speedbuild gefallen? Lasst mir doch ein Like da. Ansonsten schenkt dem Kanal doch ein Abo, es kostet euch nichts. Und so werdet ihr auf jeden Fall keine weiteren Videos mehr von mir verpassen. Bis dahin wünsche ich euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag und bleibt gesund. Euer Idiot, ciao.